Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Age of Empires 2 HD Edition. Wie ihr seht, haben sich unsere Ziele scheinbar ein bisschen verändert. Wenigstens 10 Soldaten müssen überleben, um das Lager der Johanniter zu erreichen. Perfekt, Hinweis. Die Hinweise sind gleich. Ja, das passt. Oder war das der Ding schon vorher? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ich werde hier einfach mal ein Transportschiff losschicken. Das wird hier ein bisschen die Gegend erkunden. Seid ihr die... Aha, da müssen wir hin. Okay. Das sind schon die, wo wir hin müssen. Ich will einfach versuchen, mit dem Transportschiffchen, das wir hier haben, die feindlichen Schiffe zu den Verbündeten dort oben hin zu locken, damit wir sie wegballern können. Die Drehböcke und die zwei Katapulte eignen sich super dafür. Und ja, da dachte ich mir, probieren wir es mal, ob es so hinhauen würde. Aha, Mami, hilf mir. Aha, da wäre das. Da müssten wir nur hin. Schaut so aus, ne? Gut. Dann, wir haben noch insgesamt 4. Okay, wir haben 4 Transportschiffchen. Die werden wir jetzt mal alle beladen. Ich lasse die jetzt mal trotzdem hier. So, das vierte Schiff wird gerade verfolgt. Ihr macht euch bitte startklar. Da kommt jetzt was. Bitte. Wenn er uns weiter verfolgt, dass wir ihn gleich wegballern können. Den Mistkerl. Nein. Schaut gut aus. So, bitte, beladen. So, ist gut. Ja, da gehen viele rein. Hier auch, bitte. Aha, der ist voll. Nein, der ist nichts voll. In keinster Weise. Halt, bleib doch hier. Bitte. Na, hier einfach. Gut. Du, ja, kannst eigentlich hier bleiben. Ja. So. Schön rein da. Ja. So, schön stopfi, stopfi. Mal schauen, wie viel da Platz haben. So, jawohl. Schön rein damit. Boah, wie viel gehen sich da bitte noch aus? Bereitet. Und da Stated. Oben in dem Schiff vielleicht noch was Platz? Das ist ja voll arg, hey. Tatsächlich, schau mal. Boah, wie viele Einheiten sind? Du bist voll. Du bist voll, okay. Vielleicht hat er. Der ist auch voll. Ja, vielleicht. Hat hier noch was Platz? Ich glaube, wir kriegen alles rein. Bleib da. Ich glaube, das geht sich voll aus. Cool. Vielleicht haben auch. Bau dich mal zusammen. Oder ihr zumindest. Vielleicht habt ihr ja Platz. Nein, nur ihr zwei. Da mal hin. Vielleicht können die noch mit rein. Dann lasse ich die beabsichtigt mal hier stehen. Oh, warte, die haben auch Platz. Die hätten auch alle Platz. Dieses Schiff da, das ist noch unterbesetzt, wenn man das mal so sagen darf. Das hat, ich glaube, das hat echt alles Platz. Das ist ja unglaublich. Bitte, rein mit euch. Ja, da tatsächlich, das hat alles Platz. Boah, ne? Wir haben jetzt echt vernichtet. Dann kann ich gleich nochmal laden. Wenn wir da jetzt einen Angriff haben. Wartet mal, was macht der? Der fährt, glaube ich, nur vorbei. Hör auf! Nicht angreifen, du Trottel! Holla die Waldfänner! Also dann, hierher. Boah, ich hoffe, das geht gut. Weil das eine Schiff spinnt schon wieder rum, ne? Hoffen wir jetzt mal das Beste. Da, da, da.
Kommt's nur, fährt's nur los. Ich hoffe auch, dass es hier stimmt, ne? So, alles schön hier abladen. Dich lasse ich hier abladen. Und dich lasse ich hier abladen. Du lädst auch hier ab. Die teutonischen Krieger versuchen an Land zu gehen. Attacke! Wie Attacke? Alter. Ja. Da. Na los, lad ab den Dreck. So, weg. Weg mit euch. Hallo, Triebböcke. Fahrt's weg. Ihr müsst da mal weg. Greifen sie heute auch noch an oder erst nächstes Jahr? Alter, die wissen nicht, was sie machen sollen schon wieder. Kein Navi, kein Führerschein, das ist schon wieder typisch, ne? So, stellt euch mal hier hin. Ihr stellt euch da hin. Gibt's ja nicht. So. Na los! Was? Alter, wie komplett gestörte, ne? So. Und jetzt marschiert's bitte weiter. Aha. Das sind auch wieder Gegner. Oder stellt euch wenigstens da hinten hin, wenn es schon nicht anders geht. So. Das ist halt so. Sind halt wir Frauen am Steuer, ne? Oh, wartet mal. Ich sehe gerade, wir haben jetzt zwei Mönche, ne? Zwei haben es überlebt. Ich lasse da mal ein bisschen heilen, sehe ich gerade. Die sind ja alle total fertig mit allem. Könnte ich mich vielleicht noch mit denen ein bisschen Na, lass uns lieber da hinten. Wir sollen da jetzt ein bisschen ihre Heilerkünste da wirken lassen. Wobei, nein, die sind alle ziemlich fertig. Die Paladine aber nicht. Die könnten wir mal derweil zu einem kleinen Sturmangriff vielleicht auffordern. Denn da sind ein paar Arschloch. Geht's wieder heim. Geht's wieder heim. Weg, 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 weg. Haut's ab. Boah. Lockst nur die bitte ran. So, und jetzt Attacke. Weg. Ja, ist schon soweit. War jetzt weg. Jetzt alle weg. Sofort zerstören. Nicht warten, sofortig zerstören. Sofortig zerstören. Wow, geht's weiter. Puh. Hallo. Puh. Perfekt. Lief gut. Die Mönche haben es überlebt. Gott sei Dank. Wir haben nicht so viele Verluste. So, jetzt muss ich aber heilen lassen. So, bitte sehr. Machen wir ein bisschen Aufteilung. So, vielleicht kommen oder so. Vielleicht, das geht recht gut, vielleicht zum Heilen. So, ja. Hui, der Weg darauf ist ja noch ganz schön steinig, ne? Und schwer. Ich freue mich schon, wenn wir da oben angekommen sind, ne? Bei den Kerlen da. Ich hoffe nur, die fallen uns nicht in den Rücken. Sind wir ja eh schon gewohnt, ne? Außerdem ist das wieder so eine orange Fraktion und mit Orange haben wir es ja in dieser Kampagne nicht so, ne? Ihr könnt es vielleicht auch mal daher rollen. Dann braucht es ja nicht ewig um 3 Jahre. So, ein Transportschiff hier können wir eigentlich auch da so lassen. Bam, bada. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, schaut nicht so schlecht aus. Gehen wir mal ein Stück. So. Schauen wir uns mal die Gegend ein bisschen an. Beziehungsweise könnten vielleicht die Paladine ein bisschen vorstürmen, ganz vorsichtig. Und so ein paar Gegner vielleicht aufdecken. Aha, da ist wieso Sackgasse. Bezaubernd. Schön. Bitte. Da ist Sackgasse. Jo, dann müssen wir vielleicht hier lang. So, Paladine lasse ich wieder vorstimmen. Die sind am schnellsten. Ja, bitteschön. Ihr könnt es dann hier hinrollen. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Wahrscheinlich wieder ein Haufen Gegner. Kann ich gleich kehrt Marsch drücken.
mittlerweile ist sie noch ruhig. Ah, so ein Wölfchen. Ja, das machen wir gerade kaputt. Passt. Weiter in die Richtung. Na, was macht's denn? Wieder da nach hinten. Oh, oder hätten wir darüber so müssen? Boah, das wäre jetzt echt fies. Und das jetzt wieder nicht geht. Aber schaut das so aus. Mal ein bisschen aufteilen. Von der Seite hat man keine Möglichkeit. Ja, der dreht wieder um. Schön. Dann müssen wir eben auf so versuchen. Bis die für richtig halten. Na, super. Brauche ich dann schon den ganzen Part, nur damit ich in das Dörfchen da reinkomme. Wahrscheinlich müssen wir dann noch irgendwas machen. Oder dürfen wir noch irgendwas machen? Ja, ja. Geht schon. Hü-hot. Wahrscheinlich war es wirklich so, ne? Da so her, da kann man irgendwie rauf. Na, super. Na, was soll das? Da kommst du nicht drauf. Probier's halt nicht auf der Seite. Die Erde bebt, als wäre sie lebendig. Oh. Ein Erdbeben! Oh. Wow. Okay. Okay, das war so geplant. Aha. Schutt. Aha. Oh, da haben wir eine Burg. Langsam. Schön. Stopp. Ich weiß nicht, ob ihr es... Ja, die schaffen es. Die auch. Komm. Triff was. Oh. Hau lieber ab. Ja, ja, das war klar. Ach komm, du brauchst doch nur wegfahren. Er kriegt das nicht hin. Na, zuerst die Burg weg. Zuerst die Burg weg. Ist ganz wichtig, dass die Burg verreckt. Perfekt. Und jetzt könnt ihr hier amüsieren. Irgendwie so. Kann man da nicht irgendwas treffen? Nein. Dann packt euch wieder zusammen. Und wir fahren hierher. Hier gibt's Gas. Ihr nehmt euch den die vor. Beziehungsweise nur ihr. So. Aha, dann geht's gleich weiter. Toll, ein Tribok ist weg. So, Angriff. Wow, ihr müsst bitte, meine Pfarrer, hallo. Hallo. Beschützen, ihr Idioten. Jetzt bringen sie meine Mönche um. Natürlich bringen sie sie um. Ist klar, wenn ich jetzt nicht was... Aha, einer lebt noch. Boah, da kann es schon wieder grantig werden, echt. Stehen da und tun nichts. Kriegst 20 Mal auf den Gegner. Nö, kein Bock. Ja. Idiotenverein, echt. Na, ist ja fürchterlich sowas. Ist ja wirklich ungeheuerlich. So, schieß das weg. Brennt schon, wunderbar. Hey, du Trottel. Jetzt habe ich eh schon eingestellt, dass sanft sein soll da. Nein, schießt er wieder meine Leute um. Trottel, echt. Aha. Na los, umbringen. Wartet mal. Du fährst auch noch hier hin. Passt, der wird auch zerstört. Oh, jetzt mal weg. So, und jetzt. Na los, bringt's um, den Deppen. Ha,
Hallo? Glaube ich einfach nur. So, weg damit. Ist der auch. Warte, das ist eine Burg. Und tschüss. Das werdet ihr erledigen. Ihr macht die Burg hier. Ihr bleibt mal da und lasst euch heilen. So. Passt. Bitte nicht. Heilen, wo ist der Mönch? Haben sie denn jetzt schon umgebracht? Yep, haben sie. Gratuliere! Haben sie ihn umgebracht. Schön! Perfekt. Gleich geht die Burg drauf. Alles, was der Feind nicht mehr für sich nutzen kann, ist für uns von Vorteil. Bin ich mir recht sicher. Ich habe nämlich immer das Gefühl, es wird dann gleich volle Kanne losgehen. Oder es wird auch der Teil hier schon beendet sein. Werden wir gleich sehen. So, ja, weg, schieß weg das Klo. Und, boom, sehr schön. Wieder einpacken. Und auf geht's. Hierher. Ihr rollt's auch mal in die Richtung. So, das dürften 10 Mann sein. Machen wir gleich mal so. Die sind nämlich schneller. Da hoffen wir mal, dass es jetzt nicht mein Untergang ist. Oder unser Untergang. Ja, ne? Die Streitkräfte von Friedrich Barbarossa, was ist passiert? Ihr seht fürchterlich aus. Marschiert zur Burg. Doch könnt ihr erst einmal bleiben. Okay. Scheinen wirklich Freunde von uns zu sein. Noch. Ja. Die Burg. Gut, ja. Wo ist die Burg? Ja. Ich denke mal da irgendwo, ne? Willkommen, Kaiser Friedrich. Yeah. Ihr könnt hier verweilen, bis ihr eure Reise ins Heilige Land versetzt. Sehr schön. Ja, wir haben gewonnen. Hurra! Sehr gut. Und einen neuen Erfolg haben wir bekommen. Sehr schön. Passt. Lief doch gut. Lief super. Barbarossas erschöpftes Heer war in der Julihitze hunderte von Meilen durch zerklüftete Berge marschiert. Als die Männer dann durch Zufall auf den schnell dahinströmenden Fluss Salep stießen, waren sie freudig überrascht und dankbar. Barbarossa konnte nicht widerstehen, sich in das frische, kalte Wasser zu stürzen, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Rüstung abzulegen. Mit ungläubigem Entsetzen mussten die Truppen mit ansehen, wie Barbarossa ertrank. Was? Einige waren der Meinung, dass der Kaiser in seiner gepanzerten Rüstung nicht schwimmen konnte. Andere glaubten, dass sein Herz mit 67 Jahren aufgehört hatte zu schlagen. Wie dem auch sei, Barbarossas Kreuzzug endete hier, am 10. Juni 1190. Der heilige römische Kaiser war tot. Okay. Ja, wirklich, okay. Was? Der schlafende Kaiser. Ja, aber das, ich würde sagen, ich meine, es sind jetzt noch keine 20 Minuten, kurz davor, aber ich möchte mir das dann in Ruhe im nächsten Part dann anschauen. Bitte was? Ernsthaft? Der ist einfach so ersoffen. Das ist aber auch Pech, ne? Na fein. Wie gesagt, im nächsten Part machen wir Kapitel 6. Und ich beginne das jetzt nicht, mit Absicht nicht, da der Part ja jetzt eh schon vorbei ist. Und somit bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!